Park ist eröffnet! Juhu! Also Schnitzeljagd ist eigentlich entstanden, weil mir so ein Event gefehlt hat, wo man einfach mit Freunden den ganzen Tag auf Trails unterwegs sein kann, Radfahren kann und am Abend einfach Spaß zusammen hat und am nächsten Tag nochmal eine schöne Runde drehen kann. Und so ist eigentlich das Konzept für die Schnitzeljagd entstanden. Wir haben uns überlegt, wie funktioniert es am besten, dass man nicht so einen wirklichen Rennmodus hat, sondern dass man wirklich die Leute zusammen losschickt. Das heißt, die fahren immer in Zweierteams, sind selber verantwortlich für ihre Streckenfindung, können sich ihre Route selber zusammenstellen und können eben den Großteil des Tages auf Super Trails hier im Ötztal unterwegs sein. Für die Region Sölden optimales Rennen einfach, um die ganze Bike-Region, um die ganze Infrastruktur einfach zu zeigen, was wir eigentlich können. Unsere Stärke liegt sicher in den Single Trails. Wir haben keine verbauten Trails, alles unverbaute Single Trails. Und genau das ist unsere Zielgruppe, die hier bei der Schnitzeljagd mitfahren. Alle haben Spaß und genau um das geht es bei diesem Rennen. Und wir haben Gott sei Dank mit Sölden hier eine Top-Location gefunden, die wirklich die ganze Infrastruktur auch bereitstellt. Also wir haben eine Gondel, wir haben sogar zwei Gondeln zum Hochfahren. Wir haben natürlich auch Gegenanstiege drin, aber im Großen und Ganzen ist es so eine Art Pfadfinderspiel. Also man sucht die Strecke, man muss Missionsstationen finden. Die sind über den ganzen Berg oder über das ganze Gebiet verteilt. An den Missionsstationen muss man eine kleine Aufgabe erfüllen. Nach bestandener Aufgabe gibt es einen Stempel in den Schnitzelpass und mit dem vollgestempelten Schnitzelpass darf man wieder zurück ins Ziel. Also im Prinzip ganz einfache Regeln, wer als erster alle Stempel und Checkpoints erreicht hat, der hat gewonnen. Der kriegt das goldene Riesenschnitzel. Ja, unser Ziel war halt so wenig wie möglich Lift fahren. Bis jetzt ist diese Taktik eigentlich nie aufgegangen, aber heute eben das erste Mal, dass wir mit einmal Lift fahren, trotzdem in Sieg rumfahren haben können. Es war zwar ein Sauwetter, aber die Trails waren geil und der Tag hat passt und es war ein super Tag, das passt. War ein sehr schöner Event, ich war zum ersten Mal dabei und es war sehr matschig gewesen, aber trotzdem griffig, hat irre Spaß gemacht. War tricky, aber ich muss sagen, kann man sehr gut empfehlen für nächstes Jahr. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und die Trails waren natürlich erschwert, natürlich rutschige Wurzeln, Felsen. Aber es hat trotzdem riesen Spaß gemacht. Und ja, wir sind froh, dass wir halt runter sind. Geil, dreckig, nass, kalt, aber gescheit coole Trails und super. Und ja, nächstes Jahr sind wir wieder dabei. Hoffentlich mit ein bisschen besserem Wetter. Und wenn nicht, dann geht's schon.